Ich fange jetzt an mit CSS, mit dem Style-Sheet, der mitgeliefert worden ist, die Seite zu stylen. Und zuerst muss ich herausfinden, was da überhaupt drin steht in dem Style-Sheet. Es gibt verschiedene Wege, das zu machen. Aber grundsätzlich ist das nicht ein besonders effizienter und schneller Prozess. Es gibt einfach verschiedene Arten, sich das anzutasten. Also etwas, was ich machen kann, ist, dass ich zum Beispiel hier die Hintergrundfarbe mit knalligen Farben ersetzen und dann versuchen herauszufinden, was was ist. Wahrscheinlich war das auch die Absicht gewesen, darum haben sie hier überall weiße Hintergrundfarben rein. Und ich könnte jetzt hier anfangen. Da meine Lieblingsfarbe rein zu tippen. Möglichst exotisches Zeug. Währenddem, dass jetzt hier hinter der Kulisse Small Victories und Dropbox registriert, dass etwas passiert ist, kann ich dir vielleicht etwas zeigen. Ah, das war im falschen Ort. Im Browser. Hat da ein Style-Sheet weggeklickt. So. Gut. Was ich nämlich ziemlich Fan bin davon, sind Farben in Namen anstatt in RGB oder in Hexcodes anzugeben. Du kannst CSS, HTML, Color Names googlen. Da gibt es so Seiten, wo die aufgelistet sind. Und es gibt ziemlich abgefahrenes Zeug, Chartreuse. Das ist ein französischer Likör, der grün ist. Dark Orange, Orchid, Deep Sky Blue, Dutcher Blue, Forest Green. Ich kenne die nicht alle, aber ich habe so ein paar, die ich cool finde. Genau. Aber man kann natürlich auch RGB-Mischungen machen. Gut, dann kann ich da mal schnell warten, bis das aktualisiert ist. Genau, und so könnte das dann aussehen. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wo mein Deep Pink gelandet ist und mein Orange Red. Aber das Pale Green ist offensichtlich hier der Inhalt. Und das Cornflower Blue ist der Hintergrund bei Screens, die grösser sind als 768 Pixel. Zu der Video Query komme ich noch. Und wenn ich es kleiner mache, jetzt sehe ich auch das Orange Red. Das ist das hier oben, Nav Title und Nav Items. Das ist Nav Title, das ist Nav Items. Und so, oder? Jetzt weiss ich immerhin schon, welche von diesen Regeln sich auf welchen Teil von der Webseite beziehen. Also das ist mal eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit, ich mache das vielleicht auch noch einmal rückgängig, und ich kann es nicht rückgängig machen, weil ich das Style-Sheet zwischen ihnen zugemacht habe. In Gottes Namen, der lohnt es so. Ein anderer Weg, um das zu zeigen, ist, wenn ich den Inspector aufmache und zum Beispiel hier das Icon ganz links am Rand anklicke und dann auf die einzelnen Elemente gehe. Dass ich es hier ein bisschen weiter aufmache. Dann sehe ich das hier, das ist ein Link, ein A-Tag und der steckt in einem Div mit der Klasse svDocumentNavTitle. Und dann könnte ich zum Beispiel die Klasse rauskopieren, in mein Style-Sheet gehen und das reinkopieren. Und Achtung, die Klasse in HTML, das Attribut oder der Wert vom Attribut in HTML hat keinen Punkt. Aber damit ich es als Selektor kann brauchen im Style-Sheet, muss ich einen Punkt anschreiben. Und dann könnte ich vielleicht sagen, Font Weight, Bold. Also das heisst, ich gehe hier hin,
im Browser versuchen herauszufinden, wie die Elemente heissen, die ich möchte verändern möchte, und kopiere das zurück in mein Style-Sheet. Und tue dann irgendwann Zeiten Update, neu laden und sehe, ah, okay, das hat funktioniert. Und etwas Ähnliches, aber nochmal etwas anderes ist, dass ich komplett im Browser arbeite, und das würde ich eigentlich empfehlen. Dass du zum Beispiel hier hingehst und sagst, Elemente untersuchen, oder du machst es mit dem Knopf hier hin. Wählst ein Element aus. Du siehst aha, hier H1. Also es ist jetzt auf dem Link gelandet, aber du musst vielleicht dann von Hand irgendwie das auswählen, was du wirklich willst. Möchtest du den Link oder möchtest du H1 Überschrift? Und dann gehst du auf Rules. Schaust, gibt es schon eine Regel für das Element? Zum Beispiel hier H1, Font Size 60 Pixel. Und dann tust du das, was du wolltest, ändern, direkt dort rein. Zum Beispiel kleinere Schrift, kleinere Schriftgröße, größeres Gewicht, andere Farbe. Und dann, wenn du findest, ja, that's it, dann jetzt hier eine recht coole Funktion. Du kannst nämlich, also du kannst noch viel weiter schaffen hier drin. Du musst einfach aufpassen, sobald du neu lädst, sind all die Änderungen, die du hier innen im Inspektor machst, weg. Aber wenn du findest, das lange jetzt, dann gehst du auf Changes und dann siehst du zusammengefasst alle Änderungen, die du gemacht hast. Also wenn es auch mehr als ein Selektor betrifft. Ich sehe jetzt hier für H1 habe ich die Regel Font Size 60 Pixel gelöscht. Und ich habe dafür eine gemacht, Font Size 40 Pixel. Also man könnte sagen, gut, ich habe es von 60 Pixel auf 40 Pixel geschaltet, aber der Browser empfindet das so wie löschen und neu machen. Und ein neues Schriftgewicht und eine neue Schriftfarbe. Und hat da oben einen Knopf, Copy All Changes. Und dann kann ich, und wenn ich jetzt neu lade, dann verliere ich die Änderungen. Das ist jetzt wieder so wie vorher. Und jetzt kann ich zurück ins Style Sheet und das Deko reinpasten. Da ist jetzt noch ein Kommentar mitgekommen, wo mir nicht wirklich hilft, das kann ich löschen. Und auch das hier, die ehemalige Regel von 60 Pixel, kommt vollständigkeitshalber mit, aber auch das, wenn ich lösche. Jetzt habe ich eine Regel für H1, eine kleinere Schriftgröße als vorher, ein größeres Schriftgewicht und eine andere Farbe, speichere das ab. Und sobald es mal wieder in unserem Dropbox da sich abgeglichen haben, sollte da die meine neue Überschrift erfasst sein. Also ich würde empfehlen, direkt in den DevTools im Inspector zu arbeiten und mit der Changes-Funktion immer wenn du ein paar Arbeitsschritte gemacht hast, die Regeln rausholen und in dein Style-Sheet übernehmen.